Willkommen zurück zu Death Stranding. Ich bin Alfie Rubo und ein schneller Start. Sehen wir nochmal eine Zwischensequenz sogar. So, ein kleiner, schneller Start, die Folge. Ja, ich weiß jetzt schon vorhin vorzubereiten, wir machen, sollen es wahrscheinlich einen Raketenwerfer machen. So. Zack, Rücken damit. Ein bisschen dick, aber gut. Leute passen, sind sehr hart ausgerüstet mit Waffen. Möchte man merken. Gut, und jetzt haben wir wahrscheinlich nach draußen. Fünf Massenaussterben, jedes verursacht von einer Extinktionsentität. Und jetzt ist es Zeit für Nummer 6. Ich rede nicht über das Aussterben einiger Dutzend Arten, nein. Das ist das Größte von allen. Geh die Antimaterie, die alles Leben in die Leere stürzt. Und es wäre nicht möglich gewesen ohne einen Pfadfinder wie dich, der uns wieder vereinen will. Wie sieht's aus? Komm! Blicke dem Ende ins Auge. Amelie? Sam! Das große Werk ist fast vollendet. Alle Knoten sind verbunden. Bald verschmelze ich sie und alle Strände der Menschheit zu einer einzigen Küste. Und dann beginnt ein einmaliges Aussterben. Es wird alle anderen in den Schatten stellen. Das Letzte. Das ist meine Bestimmung. Was zum Teufel hat er dir angetan? Die letzte Strandung. Der Grund für meine Existenz, die erste, war nicht mehr als ein Auftakt. Mittlerweile hast du es doch sicher begriffen. Dooms, Leute wie wir,
Sie ist der Quell des Ganzen. Die Albträume, die uns plagen, die Visionen von einer unausweichlichen Zukunft. Klingelt da was? Alles Gute zur Doomsapokalypse, Sam. Fick dich! Du es nicht. Du kannst es beschleunigen oder verlangsamen, aber du kannst nicht aufhalten, was wir begonnen haben. Selbst wenn du mich besiegst, du kannst sie nicht retten. Denn das hier ist unumkehrbar. Aufforderung, ihn zu töten. Okay. So, Amelie treffen. Echt? Zeit für einen Neuanfang. Keine Muni mehr. Ist gut oder nicht? Sollen wir uns nichts treffen, ne? Blutbeutel leer. Scheißkerl. Warum? Okay, mehr was immer mir jetzt so werft. Da wahrscheinlich mal ein vierfacher Kinnwerfer ablegen. Und dafür den aufnehmen, ne? So. Zack, zack. Hat sich auf der Seite. Die Überraschung. Ach, das kannst du fliegen oder was? Ja. Haben wir ihn? Ja, Sam. Achso, er scheint es echt gewesen zu sein. Lol.
Das war's, los. Amber. Okay. Amelie! Amelie! Ihr geht's gut. Und das Sterben liegt vorerst auf Eis. Lass sie los! All das für einen Wiederkehrer. Verschwendet. Gut. Wir machen weiter, wenn du dann mal tot bist. Wir sehen uns am Strand für das große Finale. Okay. Ja, das stimmt, ein Raketenwerfer. Ja, ach so, dann heben wir das auf sogar, lol. Ja. Ach so. Einmal wieder. Hey, Babypopo. Das Gekotze kennen wir ja schon. Gut, so. Kannst du nochmal rechtlich bedienen, glaube ich. So, erstmal gehen wir unsere Ausrüstung checken, glaube ich. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll. Raketenwerfer haben wir denn hier? Für Schrotflinten und so. Hätte Schicks erschießen sollen. So. Okay. Den ganzen Scheiß ist mal hier hin. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sir. Okay. Ich dachte, wir hätten ihn erledigt. Muss ich gestehen. So, liefern, verlorene Fracht. Einfach mal alles. Zack. Kümmern wir uns erstmal darum. So. Gut.
Diamantensplinter, was haben wir da drin? Blutbeutelchen. Okay, dann recyceln wir jetzt erstmal, würde ich sagen. So, ferngestellt, da haben wir den nicht benutzt. Beutel, der hat noch was, der hat noch was. Der ist leer, der ist leer. Voll, okay. Rotflinten brauche ich eigentlich nicht, oder? Tödliche Waffen. Ja, da gäbe es auch theoretisch tödlich, ne? Von daher. Gut, so, das haben wir. Das haben wir auch. Also die Blutbeutel sind benutzt, okay. So, recyceln wir die mal. So, Blutbeutel. Nee. Den müssen wir erstmal so machen. Zack. Haben wir das schon mal? Dankeschön, ja, ja. Bitte schön, bitte schön. So. Zack. So, Ausrüstung, Gemeinschaftskasten, privater Spinnen. Schauen wir es mal hier so. An die Vorratstasche, zack. Vorratstasche ist schon voll, okay. Das ist ja schon mal. Ups. So. Was mal hier? Die sind ja alle noch voll, die habe ich ja gar nicht benutzt, ne? Genau. Den hier können wir abladen, der ist schon benutzt und dann nehmen wir lieber einen, der noch voll ist. Zack. Die 2 kommt in den privaten Spind. Exoskelett, Bridges Stiefel haben wir. Dann können wir noch ein paar Stiefel mitnehmen. So, Raketenwerfer haben wir 2 Stück dabei. Die brauchen wir in Fernladedinge haben wir hier. Okay. So, Ausrüstung herstellen. Wir brauchen noch ein paar Bütschestiefel. Da wollen wir mal herstellen. Reicht gut Ressourcen hier. Gerade auf. So, brauchen wir sonst irgendwas gerade? Gerade nicht, ne? So. Sind für einen Krieg gewappnet. Könnt ich mir ein Fahrzeug machen? Ne, das ging nicht, ne? Fahrzeuge gehen nicht. Ne. Okay, gut. Dann unser nächstes Ziel. Sammle unsere Retter Amelie. Finde den Weg, Hicks zu. Um Hicks zu folgen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganze Ausrüstung hier brauche. Ich habe jetzt auch nichts zum Klettern dabei. Hier steht das Sturmgewehr. Kann man das Ding hier überhaupt benutzen? Eine Sauerrutsche in der Reichweite. Wow. Wer das Ding gebaut hat, der hat Scheiße gebaut. Das ist zu niedrig. Jetzt ist nicht lang genug dran. So. Oh, sieht glücklich aus. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Schüssen halt nur gerne, wie lange, wie halt der ist schon. Und für 3. Dankeschön. So. Lou hat Spaß, wie es aussieht, okay. So. Ah, Gott sei Dank, ich habe nichts an Zeug mitgenommen, fällt mir gerade ein. Könnte Problem sein. Okay, wie komme ich jetzt hier weiter?
komme ich schon, nicht schon? Ah doch, hier hoch komme ich, okay. Dann gehen wir halt hier rüber. Zack. Weiter geht's, ja. Really? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht, Sam, weil du nicht laufen kannst. Baby, fallen Sachen runter. Baby, halt die Klappe. Darf man noch auf den Kampf mit ihm? Baby, halt die Klappe. Echt mal. Reiß dich mal zusammen, Baby. Baby, du bist echt nervig. Soll man die Klappe halten, Baby? Ich kann es bestimmt nicht nochmal jetzt schaukeln. Kannst vergessen. So. So. Was war das? Was war das denn jetzt schon wieder? Kannst du da Fragile fragen? Was ich vorher sagen kann, bevor ich den ganzen Weg hier rumgelaufen bin? Habe ich mir den ganzen Scheiß ja dann umsonst hergestellt. Naja. Wir schauen mal. Nur die GD-Warnungen. War gar kein GD mehr. Aber wir hatten mit Fletcher reden müssen. Wir kommen wahrscheinlich eh nicht mehr ohne Virtual hier weg. Hm. Hätte ich die ganzen Herstellungssachen sparen können. So. Ne, hier ist kein GD, glaube ich nicht. So. Gut, dann. Im privaten Raum und fragen Fragile. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Danke für deine Großzügigkeit. Aha. Dann fragen wir nochmal Fragile. Hicks will die Knoten deines Netzwerks mit Amelies Strand verbinden. Also ist klar, wo sie hin sind. Und wie kamen wir dorthin? Nicht über mich. Doch Amelies Verbindung zu dir ist stark. Du warst schon oft an ihrem Strand, oder? Du schaffst den Sprung.
Ziehst du das für mich durch? Ich versuche, ihn Leben zu fassen. Versprich's mir. Ich will es sein, die ihn tötet. Gut. Dann helfe ich dir, dorthin zu kommen. Ich kann uns nicht gleichzeitig schicken. Aber ich bin gleich hinter dir. Ich dachte, du könntest nicht zu ihr. Kann ich nicht. Aber ich komme zu dir. Durch die Bänder, die uns verbinden. Der Traumfänger wird dich zu ihr führen. Und dann? Führt die Missanga mich zu dir. Willst du so losziehen? Naja, ich brauche keine Waffe. Und Lou brauche ich auch nicht. Fragile. Was? Hast du irgendwas zu essen? Oh. Hab dich wohl überzeugt, was? Sam, sei vorsichtig. Wenn ich's nicht packe, kümmere dich um Lou, okay? Denk an Amelie und ihren Strand. Du liebst sie, oder? Du liebst sie. Da ist er. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao.